Die Schule ist zu, doch das Lernen geht weiter. Rund 170 Berufsschüler haben noch vor dem Ausbruch der Corona-Epidemie das Schweriner Haus des Lernens am Ziegelsee täglich besucht. Angehende Logopäden, Physiotherapeuten, Pfleger und Pflegeassistenten, Erzieher und Sozialassistenten. Jetzt bekommen sie alle Unterricht am Computer zu Hause. Das funktioniert. Und zwar hervorragend. Bei dem Logopädieunterricht online geht es gerade um die Nerven im Sprachapparat. Ein komplexes Thema. Gut, dass die Schule noch vor der Corona-Krise für die entsprechende IT-Ausstattung vorgesorgt hatte. Wir wussten natürlich seinerzeit nichts von der Corona-Krise. Insofern haben wir natürlich einen klaren Vorteil. Wir haben ein Programm gesucht, zunächst erstmal als Kommunikationsplattform, dass wir besser mit unseren Schülern kommunizieren können, mit unseren Lehrern und mit unseren Eltern. Haben eine Testphase durchgeführt. Das war im zweiten Halbjahr des letzten Schuljahres und sind durchgestartet quasi mit Beginn dieses Schuljahres. 8 Lehrer sind mittlerweile bei den SWS-Schulen im Online-Einsatz. Rund 4 Stunden täglich unterrichten sie am Rechner in leeren Klassenzimmern. 60 Schüler nehmen derzeit am Online-Unterricht teil. Der Rest wird via E-Mail mit dem Lernstoff versorgt. Gemeinsam mit den eigenen IT-Spezialisten ist die Schulleitung danach bestrebt, möglichst viele Schüler mit einzubeziehen. Doch nicht nur sie bleiben in einem engen Kontakt mit dem pädagogischen Team. Auch Eltern sind wichtig. Die Eltern haben jederzeit Einsicht in die Bewertung der Schülerinnen und Schüler, können Anfragen stellen, sind schnell informiert und damit sind wir natürlich jetzt im klaren Vorteil. Weil jetzt nutzen wir dieses Programm wirklich umfänglich. Das heißt, wir können direkt Aufgaben einstellen, die Schüler in dem System erfüllen. Wir können Nachrichten versenden. Ich kann sehr beruhigend auf meine Schule einwirken, was auch in dieser herausfordernden Zeit sehr wichtig ist. Neuerdings meldete sich bei der SWS-Schulleitung der Musikpädagoge. Er möchte ja auch gerne online unterrichten. Dafür ist aber besondere Software nötig. An diesem Auftrag wird nun intensiv gearbeitet.